Hallo, es geht wieder weiter mit dem Thema Datenbanken. Manchmal sind sich Tabellen oder Abfragen sehr ähnlich und wir möchten Abfrageergebnisse zusammenfassen. Dafür verwenden wir Mengenoperatoren. Diese verbinden Ergebnistabellen mehrerer Abfragen miteinander und wir erhalten eine gemeinsame Ergebnistabelle. Ich lege gerade eine Pause in meiner Lieblingsbäckerei ein und freue mich auf ein Kipferl und ein Gespräch über Mengenoperatoren in SQL. Verschiedene Tabellen einer Datenbank können sich sehr ähnlich sein. Meist kommt das bei der Abbildung von Generalisierungen auf das Relationenmodell einer Datenbank vor. Manchmal macht es in Abfragen dann Sinn, solche Tabellen miteinander zu einer Ergebnistabelle zu verbinden. In SQL können wir das, wie gesagt, mit Mengenoperatoren erreichen. Doch wie das genau funktioniert, das sehen wir uns jetzt an. Und zwar verbinden wir dazu Ergebnistabellen von zwei oder mehreren Select-Anweisungen, die dieselben Spalten liefern. Für das Arbeiten mit Mengenoperatoren müssen die zu verbindenden Select-Anweisungen gleich strukturiert sein. Das heißt, die Ergebnistabellen dieser Abfragen müssen dieselbe Anzahl an Spalten, hier sind es jeweils drei, mit denselben Datentypen, zum Beispiel Int, Varchar und Date, in derselben Reihenfolge haben. Die Spaltennamen können sich dabei aber unterscheiden. Für die Ergebnistabelle der Mengenoperation werden die Spaltennamen aus der ersten Select-Anweisung einfach übernommen. Gehen wir jetzt gemeinsam die Mengenoperatoren von SQL durch und beginnen mit Union. Mit Union können wir Ergebnistabellen zweier SQL-Abfragen miteinander vereinigen. Es werden dabei alle Ergebniszeilen der Abfrage A und alle Ergebniszeilen der Abfrage B eingefügt. Dabei eliminiert Union doppelte Einträge, also Zeilen, die in A und B vorkommen, aus der Ergebnistabelle. Mit Union All verbleiben doppelte Zeilen in der Ergebnistabelle. Wie sieht nun die allgemeine Schreibweise aus? Die gleich strukturierten SQL-Anweisungen werden mit dem Schlüsselwort Union bzw. Union All, wenn auch mehrfache Einträge angezeigt werden sollen, verbunden. Die einzelnen Select-Anweisungen können dabei beliebig komplex sein und auch Where-Klauseln umfassen. Wichtig ist nur, dass die Ergebnistabellen, wie gesagt, die gleiche Struktur aufweisen. Wofür könnten wir denn so eine Union-Operation anwenden? Sehen wir uns doch ein konkretes Beispiel an. Diese Bäckerei möchte Rabattcoupons an alle in der Datenbank gespeicherten KundInnen verschicken. Außerdem sollen auch alle Personen, die am Gewinnspiel Create Your Cupcake der Bäckerei teilgenommen haben, einen Coupon erhalten. Teilnehmende von Gewinnspielen sind nämlich ebenfalls in der Datenbank gespeichert. Um nun all diese Personen zu ermitteln, wenden wir den Mengenoperator Union an. Zuerst erstellen wir zwei Select-Anweisungen. Eine, um die Daten der KundInnen zu erhalten und eine zweite für die Daten der TeilnehmerInnen vom Cupcake-Gewinnspiel. In der ersten möchten wir die Spalten Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl und Ort aus der Tabelle Kunde anzeigen. Für die zweite Select-Anweisung wählen wir die gleichnamigen Spalten aus der Tabelle Gewinnspiel Teilnehmer. Außerdem schränken wir die TeilnehmerInnen auf das Gewinnspiel Create Your Cupcake ein. Die Namen der Spalten des ersten und des zweiten Select müssen aber nicht genau übereinstimmen, auch wenn dies hier zufällig so ist. Wichtig ist nur, dass die beiden Anweisungen dieselbe Anzahl an Spalten mit denselben Datentypen in derselben Reihenfolge verwenden. Diese beiden Select-Anweisungen verbinden wir nun mit dem Mengenoperator Union und erhalten unsere gewünschte Ergebnistabelle. Wie setzt sich diese nun zusammen? Hier sehen wir zunächst die Ergebnistabellen der beiden einzelnen Select-Anweisungen. Oben links sehen wir die Daten der KundInnen und darunter die Daten der TeilnehmerInnen am Gewinnspiel. Rechts ist die Ergebnistabelle unserer Abfrage mit Union. Hier werden alle Ergebniszeilen beider Abfragen miteinander vereint. Doppelte Einträge werden durch Union eliminiert. Silvia Grün und Elisabeth Steiner erhalten daher nur jeweils einen Coupon. Sollen sie zwei Coupons bekommen, müssen wir Union All verwenden. Denn nur dann würden Silvia Grün und Elisabeth Steiner in der Ergebnistabelle doppelt angezeigt. Jetzt wissen wir, wie und wofür wir Union anwenden können. Sehen wir uns als nächstes den Mengenoperator Intersect an. Mit Intersect erhalten wir die Schnittmenge von Ergebnistabellen aus zwei oder mehr SQL-Abfragen. Gibt es in den Ergebnistabellen idente Zeilen, können also mit Intersect ausschließlich diese Ergebniszeilen ermittelt werden. Auch hier werden wieder doppelte Einträge eliminiert. Übrigens, nicht alle Datenbankmanagementsysteme bieten diesen Mengenoperator an. Die generelle Schreibweise ist ebenso aufgebaut wie bei Union, nur dass hier der Mengenoperator Intersect bzw. Intersect All zwischen den SQL-Abfragen steht. Auch hier muss wieder auf dieselbe Struktur der Select-Anweisungen geachtet werden.
Sehen wir uns das an unserem Beispiel an. Beim letzten Gewinnspiel Create Your Cupcake konnten die TeilnehmerInnen ihre Ideen für eine neue Cupcake-Kreation einbringen. Die Bäckerei möchte sich nun bei den Personen, die sowohl Kunden sind, als auch am Gewinnspiel teilgenommen haben, mit einer Gratis-Tasse Kaffee bedanken. Um nur die Personen aus dieser Schnittmenge zu erhalten, ersetzen wir in der vorherigen Abfrage nun den Mengenoperator Union durch Intersect. Mit Intersect werden nun die Zeilen, die in beiden Ergebnistabellen ident sind, angezeigt. Das heißt, wir sehen nur jene Personen, die Kunden sind und auch am Gewinnspiel teilgenommen haben. Doppelte Einträge werden übrigens wieder eliminiert. Mit Intersect All könnten wir aber Silvia Grün und Elisabeth Steiner wieder doppelt anzeigen. Nun können wir Vereinigungen und Schnittmengen von zwei oder auch mehr Abfragen bilden. Darüber hinaus gibt es aber noch den Mengenoperator Except. Was erreicht man mit seiner Anwendung? Mit Except haben wir die Möglichkeit, die Ergebnistabelle einer Abfrage von der Ergebnistabelle einer anderen Abfrage abzuziehen. Das heißt, wir erhalten in der Ergebnistabelle alle Ergebniszeilen der Abfrage A, die nicht in der Abfrage B vorkommen. Das bedeutet, dass auch jene Zeilen nicht angezeigt werden, die in der Schnittmenge von A und B vorkommen, also jene, die die beiden Abfragen gemein haben. In manchen Datenbankmanagementsystemen kann dieser Mengenoperator übrigens anders benannt sein oder gar nicht zur Verfügung stehen. Bei der generellen Schreibweise steht Except bzw. Except All, wie auch schon die Mengenoperatoren zuvor, zwischen den einzelnen SQL-Abfragen. Struktur und Aufbau der Abfragen sind wieder dieselben wie bei Union und Intersect. Was bedeutet das für unser Beispiel? Die Bäckerei möchte die Kunden, die noch nicht bei der Aktion Create Your Cupcake mitgemacht haben, noch einmal auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Dafür ist Except perfekt geeignet. Wir möchten nämlich alle Kunden, abzüglich jener, die schon mitgemacht haben. Diesmal setzen wir zwischen unsere Abfragen den Mengenoperator Except. Hier sehen wir unsere Tabellen. In der Ergebnistabelle werden uns nun alle KundInnen angezeigt, die noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen haben. Auch Except eliminiert doppelte Einträge. Mit dem Befehl Except All können wir uns diese anzeigen lassen. So, mein Kipferl ist aufgegessen und alle drei Mengenoperatoren sind geschafft. Wir wissen nun, wie und wozu wir Union, Intersect und Except in SQL-Abfragen anwenden können. Union für die Vereinigung von Abfrageergebnissen, Intersect für die Schnittmenge, also um nur die gemeinsamen Ergebnisse anzeigen zu lassen, und Except, um all jene anzuzeigen, die nicht Ergebnis einer anderen Abfrage sind. Bis zum nächsten Mal zum Thema Datenbanken.